Das Verwaltungsgericht Hamburg hat das Versammlungsverbot spontaner Pro-Palästina-Demos aufgehoben. Das gab das Gericht am Freitag bekannt. Begründet wird die Entscheidung mit der Bedeutung der Versammlungsfreiheit, die nur im Falle von konkreten Anhaltspunkten zu möglichen Gefahren rechtens sei. Bloße Verdachtsmomente oder Vermutungen würden demnach für die Versammlungsbehörde nicht ausreichen, um ein generelles Verbot auszusprechen. Das Verbot war erstmals am 15. Oktober nach den Angriffen der Hamas ausgesprochen und seitdem insgesamt 14 Mal verlängert worden.